Die letzten Sekunden laufen, Emstetten kommt nochmal nach vorne und trifft, nun ist kein Halten mehr. Standing Ovations, jubelnde Fans, mittendrin der TVE, der den Sieg gegen den TV Bittenfeld noch selbst gar nicht richtig fassen kann. So sah es zumindest am Samstagabend in der Emshalle aus. Nach einem packenden Spiel konnte sich der TVE schlussendlich doch mit 2 Punkten in das Karnevalswochenende verabschieden. Gut eine Stunde zuvor sah das Ganze aber noch etwas anders aus. Der TV Amstetten stand vor seinem ersten Heimspiel nach der Winterpause und musste gleich gegen keinen geringeren als den TV Bittenfeld ran, die aktuell in der Liga den 2. Tabellenplatz belegen. Dies hieß also für den TVE, es wird nicht einfach. Vor allem, wenn man das Hinspiel noch im Hinterkopf hatte, dass die Dettener mit 23:35 verloren. Doch heute wollten sie es besser machen. Springen wir ins Spiel. Der TVE machte Druck, wollte sofort zeigen, dass sie da waren, wie hier Olli Ragnarsson, der zum 1:0 einnetzte und Gretason, der diesen 7 Meter sicher verwandelte. Nach wenigen Minuten schaffte der TVE durch gute Offensivaktion, aber auch durch die herausragende Leistung von Torhüter Nils Babin eine 3-Tore-Führung. Aber nicht nur Babin zeigte sich in Topform, sondern auch sein Gegenspieler auf der anderen Seite. Dragan Jerković machte es der Dettener Offensive sehr schwer und stellte sein Können unter Beweis, wie hier mit dem gehaltenen 7 Meter. Der TV Bittenfeld witterte wieder Morgenluft. Ungenauigkeit der Grünen und starke Leistung des TV Bittenfeld ließen die 3-Tore-Führung einfach nur so dahinschmelzen. Plötzlich stand es wieder 5:6. Nun musste erstmal ein Team-Timeout her. Trainer Daniel Kubis musste nun die richtigen Worte finden. Und dies schien auch geklappt zu haben. Der TV stand wieder besser, hinten hielt Nils Babin den Kasten sauber und vorne wurde wieder getroffen. Mit dem Treffer von Olli Ragnarsson konnte sich der TVE wieder ein Stück absetzen und begab sich mit 11:9 in die Halbzeitpause. Der TV Bittenfeld musste in Durchgang 2 jetzt auf jeden Fall nachlegen. Doch Emstetten blieb weiterhin stark. Gretason netzt hier zum 12:9 ein und kurz Zeit später sogar zum 14:9. 5 Tore Führung. Doch wie in Halbzeit 1 schwächelten die Dettener plötzlich und vor allem Dragan Jerković vernagelte wieder sein Tor. Ob aus dem Spiel heraus oder 7 Meter, es war kein Durchkommen mehr. Die Defensive des TVEs hatte Probleme und dann gab es sogar noch 2 Minuten für Johann Koch. 16:17 und ein Mann weniger, jetzt wurde es richtig schwer. Doch der TVE wurde wieder stärker. Ragnarsson zum Ausgleich und dann die Parade des neu gekommenen Torhüters Stefan Nippes. Nun war sogar die Führung drin. Im Gegenzug aber auch wieder unnötige Fehler, schlechter Pass von Arnason und schon wieder waren die Dettener hinten. Nur noch 2 Minuten auf der Uhr, jetzt wurde es spannend. Arnason macht aber seinen Fehlpass wieder gut, trifft hier zum 22:22. Nur noch knapp 1 Minute. Bittenfeld im Ballbesitz, doch dann bekommt der TVE den Ball und nun muss es schnell gehen. Die Nummer 23, Sian Brevik, behält einen kühlen Kopf und netzt sicher ein zum 23:22. Bittenfeld wieder im Ballbesitz und wieder hält Stefan Nippes den Ball und somit die Chance auf 2 Punkte. Doch spätestens nach diesem Angriff und dem Tor zum 24:22 war klar, Emstetten hatte gewonnen. Ja, ich denke, wir haben spielerisch über 60 Minuten überzeugt und immer wieder haben wir uns gute Chancen rausgespielt. Aber wenn wir auf so einen starken Gegner treffen wie Bittenfeld, dann ist das so, dass wenn wir verworfen, dann kommen die irgendwann zurück. Sonst, ich glaube, der Kollege bei Bittenfeld im Tor ist der beste Torwart, der in der 2. Liga rumläuft. Also das ist ein ganz, ganz erfahrener Mann und ja, deswegen hat er auch so viele freie Chancen vereitelt. Ja, man muss sagen, das ist einfach die Qualität, die er mitbringt. Ja. Ich finde, wir haben heute Aufopferungsvoll gekämpft und alles in die Waagschale geworfen. Wir wussten, dass es ein ganz schweres Spiel wird, weil wir gegen einen physisch sehr starken Gegner spielen. Und ja, das haben wir gut bewerkstelligt, haben mit sehr viel Kampf heute das Spiel gewonnen. Ich bin sehr zufrieden, wie wir uns heute präsentiert haben. Ich glaube, wir haben alle auf unsere Leistungsgrenze gegangen. Dann kommt so ein Resultat raus. Ja, wir haben jetzt erstmal 4 Tage frei. Das werden wir heute auf jeden Fall genießen und die nächsten Tage auch.
Dann spielen wir zu Hause, das weiß ich, nee, doch zu Hause gegen Aue, glaube ich, genau. Und ja, dann hoffen wir mal, dass wir das erste Mal in 2 Jahren wieder 3-mal hintereinander gewinnen können. Das wäre ganz schön. Also wir gehen jetzt gleich noch feiern. Ich habe ein Kostüm, also zum ersten Mal seit Jahren. Es wird ganz lustig, glaube ich.